Thank you.
Liebes Publikum, Lukas, hast du mich auf dem Lautsprecher? Ich habe nämlich nach den Beschwerden vom letzten Konzert haben wir uns extra noch eine Tonanlage zu. Ah, jetzt bin ich zu hören. Sehr gut. Herzlich willkommen zu unserem nachmittäglichen Fußball-WM-Vorbereitungstreffen. Heute um 20 Uhr geht es ja bereits um alles. Bei einer Niederlage gegen Spanien wird aber immerhin kräftig an der Reisekasse gespart. Ich habe ja gehört, dass der Deutsche Fußballbund in diesem Fall eine Großbestellung unserer seit gestern auch im Handel erschienenen neuen CD vornehmen möchte.
Da es morgen also bereits schon knapp werden könnte, kaufen Sie am besten heute noch schnell ein paar Exemplare. Dabei können Sie sogar richtig sparen. Denn auf Amazon werden knapp 40 Euro je CD verlangt. Wenn Sie jetzt heute Nachmittag eine CD bei uns für 20 Euro erwerben, haben Sie 20 Euro gespart. Die können Sie dann sofort in eine zweite CD investieren und Sie haben 40 Euro gespart. Klasse, oder? Bei 27 CDs lassen wir das. Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, mussten wir aus taktischen Gründen unser Programm etwas umstellen. Antonio Vivaldi kommt nun am Schluss des Konzertes. Die gerade gehörte Jagdsinfonie von Georg Philipp Telemann ist ein absolutes Lieblingsstück unserer Hornisten Maria und Olli. Telemann war zu seiner Zeit wesentlich beliebter als Bach. Er war die erste Wahl für die Stelle als Thomaskantor, arbeitete aber lieber in Hamburg, 46 Jahre lang als Musikdirektor der Gelehrtenschule Johanneum. Telemann sagte von sich selbst, dass er schneller Musik komponieren könne, als einen Brief zu schreiben. Bei Telemann klingt einfach immer alles. Das war auch sein Leitspruch. Gib jedem Instrument das, was es leiden kann, so hat der Spieler Lust, du hast Vergnügen dran. Weiter geht es jetzt mit der Sonata Grossa von Johann Melchior Molter. Bei den CD-Aufnahmen hat sich gezeigt, dass dieses Stück tatsächlich sehr anspruchsvoll ist. Es fängt damit an, dass die Oboen im Tutti einfach nur die Violinen doppeln. Das führt dazu, dass einige Passagen viel zu schnell und viel zu tief liegen. Die Töne gibt es gar nicht auf der Oboe. Hans Heinrich, könntest du einmal demonstrieren, wie tief eine Oboe spielen kann? Also eigentlich. Also ich spiele ein tiefes C. Und das geht eigentlich nicht tiefer, es sei denn, man spielt im Sitzen und hängt noch diese beiden Löcher zu. Genau. Ja, nicht gut geschafft. Ein bisschen Problem ist, die Oboe ist im Prinzip ja chromatisch, nur am Anfang nichts. Zwischen C und B fehlt ein halber Ton. Aber Herr Molter ist so frech und verlangt den. Versuche ich das mit einem Gummiband zu retten. Genau, was machst du jetzt um den Ton tatsächlich? Ich einfach einen Gummiband einklemme, dass die C-Klappe nicht ganz zuschließt. Der Ton ist etwas muffig, aber in etwa cis. Dafür besser ist es, um das zu schaffen. Ja, ich würde sagen, klares Foulspiel des Komponisten, gelbe Karte. Ne? Passiert das nochmal, ist er fürs nächste Konzert gesperrt. Molter ist immer eine riesige Herausforderung für die Trompeten. Furchtbar hoch und sehr anstrengend. Aber es war der Wunsch von Friedemann immer, heute die Vuvuzelas zu Hause zu lassen und den Molter auf Barocktrompeten zu spielen. Thank you.
Thank you.
wir genauso wie in Katar in der Pause kein Bier ausschenken, schlage ich Ihnen stattdessen ein kurzes Ratespiel vor. Im Februar nehmen wir die letzten Stücke für unsere CD-Reihe auf. Eine Sinfonie von Telemann wird dabei sein, die eine ganz besondere Besetzung erfordert. Dazu haben wir uns drei Fragen ausgedacht, die Sie auch auf unserem Programmzettel finden. Liebes Publikum im Online-Zimmer, gerne können Sie in unserem Chat mitdiskutieren. Die Fragen sind: Benötigen wir für diese spezielle Telemann-Sinfonie einen Kontrabass, zwei Kontrabässe, drei oder gar vier Kontrabässe? Die nächste wäre: Welche Soloinstrumente brauchen wir unter anderem zusätzlich? Violine und Viola, Oboe und Piccoloflöte, Fagott und Horn oder Trompete und Orgel? Und weiterhin gibt es in der Sinfonie ein Soloinstrument, welches nicht so häufig, ich meine sogar noch nie, bei Caterva Musica zu hören war. Ist das das Chardument oder die chromatische Trompete, die Viola d'Amore oder der Basso de Violon? Viel Spaß beim Rätseln.
Willkommen zurück. Jetzt möchte ich zunächst mal die Fragen von eben auflösen. Erstens, wir benötigen dafür drei Kontrabässe, zwei solistische und einen fürs Kontinuum. Neben den zwei Solo-Kontrabässen sind auch noch Oboe, Traversflöte und Piccolo-Flöte solistisch zu hören. Und das weitere Solo-Instrument, worauf ich besonders gespannt bin, ist das Chalumeau, der Vorläufer der Klarinette. Weiß jemand, wie das Stück heißt von Telemann? Es ist die Grillensinfonie. Wir werden sie im Februar aufnehmen und dann vermutlich im März auch hier im Konzert spielen. Bevor wir jetzt den nächsten Wechselfehler machen, jetzt kommt der Vivaldi und nicht, wie ich eben angekündigt habe, am Schluss. Am Schluss kommt der Bach. Im Gegensatz zu der italienischen Fußballnationalmannschaft, die sich nicht zur WM-Endrunde qualifizieren konnte, hat es Antonio Vivaldi sehr wohl in unser Konzertprogramm geschafft. Rainer Johansen hat dafür sogar extra seine angestammte Verteidigerposition am Fagott verlassen und spielt gleich an der Sturmblockflöte. Thank you.
Rainer, Rainer, ich glaube, du hast uns was zu erklären. Was war das? Nein, nicht die. Weiß jemand, was das ist? Nee, du bist ja ganz gerade. Weiß niemand, das ist das armenische Blasinstrument namens Duduk. Und das ist tatsächlich die Kunst, das zu spielen. Also ich beherrsche die Kunst nicht, aber ich verstehe das nicht. Okay. Also, das ist das armenische Blasinstrument. Und das zu spielen, das ist immaterielles Weltkulturerbe. Das war einige Zeit wirklich am Aussterben, aber in den letzten Jahren hat das eine ziemliche Renaissance. Es gibt viele Filmmusiken, wo das gespielt wird. Es ist wunderschön. Bitte? Ja, das ist ein riesiges, im Grunde genommen so ein super XXL Fagott-Mundstück. Aber wirklich mega groß. Ja, wird das. Prima. Bitteschön. Dankeschön. Ein kurzer Hinweis. Wir wissen nicht genau, wann unser nächstes Konzert hier stattfinden wird. Das Schloss Horst wird im Winter den Veranstaltungsbetrieb aus Heizkostengründen sehr stark zurückfahren. Und deshalb spielen wir weder im Januar noch im Februar. Wir hoffen dann auf Anfang März. Wenn Sie informiert werden wollen, lassen Sie uns doch Ihre Mailadresse da. Sie bekommen dann unsere Newsletter. Johann Sebastian Bach ist mit einer unvollständigen Mannschaft zu unserem Konzert angereist. Erhalten ist vom folgenden Stück nur der Eingangssatz mit einer wilden Sologeige. Die restlichen, vermutlich Kantatensätze, sind leider verschollen. Thank you.
Vielen Dank. Wir müssen jetzt leider wirklich abpfeifen. Die 90 Minuten sind vorbei. Der Wolfgang und ich, wir fahren jetzt noch ins Musiktheater im Revier. Wir spielen da, wie heißt es noch? Drei Männer im Schnee. Wer Interesse an Verlängerung hat, kann gerne mitkommen. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. Ist eine wunderbar tolle Operette. Zwei Leute könnten wir noch mitnehmen im Auto, ne? Ja, also in 10 Minuten an der Glastüre. Eine schöne Adventszeit.